Ist er noch nicht zu Hause? Er sollte jede Minute zu Hause sein. Nee. Abend. Und? Wie war heute die Schule? Ganz in Ordnung. Hast du immer noch Schwierigkeiten mit dieser Mathelehrerin? Will sie dir keine bessere Note geben? Nein, nein, mit der passt jetzt alles. Was ist denn, mein Kleiner? Schmecken dir die Nudeln nicht? Nein, es sind nicht die Nudeln. Die Nudeln schmecken super, danke. Hm. Bist du verliebt? Ja, irgendwie... Ja, ich glaube schon. Es gibt jemanden in der Schule, den ich mag. Schau! Schau! Unser Sohn wird erwachsen! Erzähl uns mehr! Erzähl uns mehr! Naja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, erzähl uns einfach von ihm. Ist er fesch? Ist er reich? Er ist eigentlich ein Mädchen. Ich mag ein Mädchen. Ja, ich bin hetero. Ich will mit ihm den Rest meines Lebens verbringen und wir wollen zusammen sein und wir wollten Kinder haben. Es reicht jetzt! Reiß dich zusammen! Du bist nicht hetero. Das ist nur eine Phase. Nein, es ist nicht nur eine Phase, Papa. Warum versteht ihr mich nicht? Schau, was du deinem Vater angetan hast. Du entschuldigst dich jetzt bei uns und hörst mit dem Schwachsinn auf. Hättest du wenigstens nicht warten können, bis wir mit dem Abendessen fertig sind? Es tut mir leid, aber ich liebe Emilia und ich will... Emilia! Oh Gott, Emilia! Bei all den Jakobs, Sebastians und Daniels da draußen hast du dir eine Emilia ausgesucht. Was bringen die dir in der Schule bei? Ich gehe da morgen hin. Wir bringen unseren Sohn zu Hause Manieren bei und in der Schule machen sie ihn zum Hetero! Morgen schicken wir dich in eine Privatschule. Wo hat Herr Wagner seinen Sohn untergebracht? Ich will aber nicht in eine Privatschule. Ich liebe Emilia und ich will den Rest meines Lebens... Du liebst sie nicht! Du liebst ihn! Hör zu, mein Sohn. Als wir dich mit 12 Jahren adoptiert haben, da wo... Genau. Seid ihr verrückt? Hey! Pass auf, was du sagst. Und setz dich. Natürlich bist du adoptiert, aber das ist doch nicht der Punkt. Setz dich! Es ist mir egal, was der Punkt ist. Ihr habt mich angelogen und ihr wollt mich auch nicht so akzeptieren, wie ich bin. Marco, komm zurück. Marco, komm, setz dich wieder hin. Marco! Na komm, alles gut, alles gut. Alles gut. Ciao. Wir finden eine Lösung. Schau bitte. Wir finden eine. Also, wann sind deine Symptome zum ersten Mal aufgetreten? Ich habe es Ihnen schon 10-mal gesagt. Ich bin nicht krank. Warum glauben Sie mir nicht? Junger Mann, als ich in deinem Alter war, da hätte ich mich nicht getraut zu sagen, dass ich hetero bin. Meine Eltern hätten mich direkt aus dem Haus geworfen. Du hast Glück, dass dich deine Eltern heilen wollen. Die Dinge ändern sich. Die Mentalität ändert sich. Das verstehen wir auch. Aber trotzdem sind wir noch nicht zu 100% bereit, dich zu akzeptieren. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, wie schwierig es ist, als heterosexuelle Person einen Job zu bekommen? Willst du für den Rest deines Lebens Hunger leiden und diskriminiert werden? Dieser Job ist mir egal. Ich werde mir mit Emilia irgendwo auf der Welt ein Leben aufbauen. Es gibt viele Länder, wo das Leben billiger ist. Diese billigen Länder, dort erschießen sie dich dafür, dass du hetero bist. Die Zeit ist um. Das macht dann 120 Euro, bitte. Thank you.